Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem vierten Part von Assassin's Creed. Wir waren hier stehen geblieben in Gedächtnisabschnitt 2. Steigen wir nochmal direkt rein und gucken, was so geht. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu gelangen. Ich muss sagen, ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ich hatte ja meine Klausurphase, Uniphase, Lernphase etc. pp., die heute abgeschlossen ist. Und ja, jetzt kann ich direkt weiter Let's Playen. Boah, ich hatte auch schon riesige Schwierigkeiten, wieder die Elgato anzuschließen. Also das ist immer ein Herumgefuchtel damit. Ey, ich muss jetzt meine komplette Technologie nach oben im Arbeitszimmer irgendwie wieder umbauen. Weil irgendwie das HDMI-Kabel anscheinend entweder kaputt ist oder... Also ein HDMI-Kabel, ich habe so ein 10 Meter HDMI-Kabel nach oben gelegt gehabt. Und immer, wenn ich dann aufnehme, dann kriege ich überall blaue Punkte und Flimmern und ich weiß nicht, was das ist. Das HDMI-Kabel ist noch nicht mal kaputt, das habe ich getestet. Dennoch, der Splitter, den ich habe, der schafft es nicht. 1080p, irgendwie, das ist nicht stabil genug. Also ich wollte nämlich Destiny aufnehmen erstmal. Und eigentlich mal gucken, wohin sich das so entwickelt, ob das ein Commentary wird oder ob das ein Let's Play wird. Weil Destiny ist jetzt nicht wirklich storylastig, wenn ich mal ehrlich bin. Da wird sich ein Commentary doch dann schon, glaube ich, eher eignen. Aber ich... Wie gesagt, ich wollte erstmal Let's Playen und gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Okay, ich werde schon direkt die... Ah, genau. Ich muss erstmal überlegen, wie das nochmal ging, ey. Oh, lol. Was geht jetzt ab? Okay, ich gehe mal runter. Ich glaube, unter mir sind die direkt. Ich habe nämlich null Ahnung mehr, wie das genau funktioniert. Ich meine, das Spiel ist nicht so krass zu verlernen, aber... Oh, geht direkt weiter? Ja, doch nicht. Wow! Wie wäre ich nochmal? Ach so, genau. R1 zu abwehren. Ach ja, ich kann doch nicht kontern, ne? Das war was. Oh, oh, Schnitzel! Oh, oh, nein. Zurück. Huch. Der Herr sei gepriesen. Ah, genau. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Korrekt. Und schon wieder ein paar Brudis am Start, die mich verteidigen werden, wenn ich dann mal hier in dieser Umgebung Stress kriegen werde. So, aber ich würde sagen, wir machen direkt erstmal weiter hier mit diesen... Lol, nein, ich will mich nicht hinsetzen. Keine Pause hier, keine Möglichkeit vortäuschen. Was wollte ich sagen? Genau, ich will erstmal diese Nebenmission hier abschließen. Und wie war Karte nochmal? So war Karte, genau. Ich muss die Adlerpost noch allein nehmen. Dann noch diese Mission hier fertig machen. Diese, das sind die kleinen. Hier ist dieser Hauptauftrag, ne, im Büro, genau, da geht mir dann immer die krasse Aufträge hier. Die krasse Aufträge, mein Gott. Jo. Aber erstmal die Kleinigkeiten machen, denn wir wollen ja auch alles nachher fertig haben, ne? Wir wollen ja nicht irgendwie hier 50% haben. Vorfeld, ich habe ja schon mal gesagt, ich werde nicht die scheiß Federn und die Templer hier alle töten. Weil das in dem Spiel null bringt. Also echt absolut gar nicht. Nix der Armbrust oder so. Jo. Dementsprechend werde ich mir die Mühe nicht machen. Es sei denn, es ist gewünscht, dass einer wenn einer das sagt, selbst dann mache ich es nicht, aber wenn so echt ein paar Leute sagen, so, oh, ich will jetzt aber auch wissen, wo man die Federn alle kriegt und so, dann könnte ich eventuell so eine Art Tutorial machen, wie man die alle findet. Aber ich glaube, selbst dann würde ich nur die Karten hochladen. Die wollte ich auch, glaube ich, schon hochladen. Was sollte ich hier nochmal machen? Ah, genau. Taschendiebstahl, oder was? Zu nah für Taschendiebstahl. Oh, wie macht man denn nochmal Taschendiebstahl, Alter? Oh Gott, ich hänge hier fest. Guck mal, habe ich schon Wurf? Nee. Komm. Try hard, würde ich sagen. Zu nah immer noch. Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Okay, wie ging das denn jetzt nochmal? Steuerung. Nicht, ich würde jetzt Viereck vermuten, aber ich glaube dann... Wollen wir mich verarschen?
Ah, okay. Ich muss hart tryen. Ja, nee, so nicht. Nee, so schlage ich mal. Vielleicht Kreis, Alter. Kreis könnte es sein. Ja, Kreis, Alter. Mein Brief, mein Schatz. Und tschüss. Oh, da sehe ich gerade. Dreh dich um. Ich will nicht mehr Fokus haben. Erstmal die Leute hier verprügeln. Braucht ihr etwas? Oh lol, Alter, echt jetzt? Geht auf, ihr könnt nicht fliehen. Oh Scheiße, ey. Das ist ohne Kontern echt beschissen. Boah, ist das eklig. Na, komm her. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Möge der Herr gnädig sein. So. Und weg direkt nochmal hier das Belauschen machen hier. Das ist Belauschen-Logo hier, ne? Ich denke mal. Aber Rempel kann ich immer noch nicht. Nee, ach, da war doch was, mein Gott. Ich habe mir vorhin nochmal kurz natürlich mein 3er-Let's Play angeguckt, um zu gucken, wo ich denn stehen geblieben bin. Was ich zuletzt gesagt habe, nicht, dass ich mich 18 Mal wiederhole, was ich denn jetzt auch trotzdem schon wieder getan habe. Naja. Na, Schlucke, was geht? Du willst sterben, ihr könnt so nicht entkommen. Boah, Schnitz, Schlatt. Und Schnitzel. Und alle tot. Bitte, wo kommst du denn her? Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Wir haben keinen Termin. Hau ab! Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Und wieder Prudis, oder was? Ja, Prudis habe ich gekriegt. Na, los. Den Typen muss ich belauschen wohl. Ja, dann gehe ich doch mal einfach direkt hier rein, ne? Das ist doch optimal. Nee, ach genau, das ging ja in dem Teil noch nicht. Das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Ist die Bank echt nah genug, Mann? Ich glaube nicht, oder? Nee, das ist zu weit weg. Hör mal, der denn da? Der klettert erstmal eiskalt drauf. Haben wir denn hier eine Bank, ey. Bank. Ach, lol, bin ich blind da. Klack, klack. Er will uns wieder treffen. Was ist es diesmal? Eine Warnung? Eine Hinrichtung? Nein, er hat Arbeit für uns. Was heißt, dass wir nicht bezahlt werden? Er hat die Wege der Händlerzunft verlassen. Er tut, was ihm gefällt. Er behandelt uns, als wären wir seine Sklaven. Und die Wache unternimmt nichts dagegen. Genug, wir müssen gehen. Er wird erbost sein, wenn wir uns verspäten und wird es uns spüren lassen. Eines Tages ist vielleicht jemand Manns genug, sich gegen ihn zu erheben. Vielleicht. Aber bis zu diesem Tage sollten wir tun, was er verlangt. Das klingt doch nach einem Job für mich. So, haben wir das auch schon mal geklärt. Jetzt noch 2 Aussichtsposten machen. Wahrscheinlich noch ein paar Leute. Ah, hier. Bürger retten. Man kann ja, ey, das ist so eklig, dass man noch nicht rempeln kann. Ne? Das kannst du einfach immer Kreis drücken und hier durchlatschen wie so ein Berserker. Aber wenn ich jetzt hier jemand anderen rempel, dann fliege ich voll auf die Fresse, ey. Und das will ich nicht. Oh, bitte. Naja, ich kann mir die Häuser nehmen. Lalala. Das geht doch alles viel schneller. Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. So. Und dann können wir uns auch gleich schon an die allererste Hauptquest machen. Und danach, für alle Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, es wird sich dann im Laufe des Spiels nicht mehr ändern. Juhu. Freefall Tower. So. Hau ab. Hier findet ihr alles, was ihr begehrt. Es gibt nichts, was ich nicht habe.
Alles klärchen. Gleich haben wir. Ja, wo sind? Ach, da, um Ecke. Kann man, nee. Eine Sackgasse. Das war irgendwie komisch, ne? Also ich hab gedacht, ich mache jetzt einen geilen Jump von oben. Das ist reine Zeitverschwendung. Schlitz, 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 Schlitz. Und du auch noch. Und. Oh, Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe nur 3 Menschen getötet, 4 Menschen getötet. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Wie der Herr gnädig sein. So eine. Also, okay, ich habe wieder Prudis am Start. So, und jetzt noch. Wow. Das hätte das Ende dieser Geschichte. Seht nur, und was macht der da? Mannes bedeutet. Noch mehr Arbeit? Okay. Schicksal hatte andere Pläne. Auf zu dem Adlerturm hier. Ein bisschen die Stadt erkunden. Die Sarazenen hatten wenig Verpflegung und brauchten dringend Nachschub. Ne, hier ist die Plattform noch nicht. Noch ein höher, ne? Hilfe in sich. Na, ich sehe das schon da hinten. Seine Karawane zwischen Damaskus und Jerusalem. Doch das Geschäft ging schlecht. Wie weit jetzt nochmal? Dreieck einfach drücken? Ja, genau, Dreieck. Ja, ich bin wie gesagt schon ein bisschen raus. Schon 3 Monate wieder her, als ich das letzte Mal Assassin's Creed gespielt habe. In letzter Zeit nur Counter-Strike am Start gewesen. Und lernen. Guck mal, da muss ich direkt schon wieder jemanden verprügeln. Oh, ich hab gedacht, das wäre jetzt schon wieder. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Kommt mir nicht zu nahe, warum haut ihr nicht ab? Naja, ich geh doch schon, mein Gott, ey. Habt ihr etwas zu sagen? Aber als ob, ne, da steht so ein Typ rum und der macht einen sofort an und guckt ihn noch hinterher. Ein Typ, guckt euch mal die Massen an hier. Und ich stand da auch nur und hab dem zugehört. Das will er doch. Braucht ihr etwas? Naja, komm. Schnell ab in die Gasse. Hier klingt's doch ganz gut. Verdammt! Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Ne, Kraft, die man nicht. Sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Down gehen sie alle. Ah, dann kann ich schon wieder Leute fahren. Ne, gar nicht verprügeln, nicht. Morcheln. Was habe ich getan? Stirb, Dieb! Lass mich gehen! Ich habe nichts verbrochen! Aber so, stirb, Dieb, und stirb, schubsen. Dieb! Wollt ihr etwas? Hilfe! Bitte helft! Haltet euch fest! Verdammt, der Ungläubiger! Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die jo. Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh, was ich momentan... Schon wieder Prudis am Start. Was ich momentan auch wieder mega... Was heißt wieder, was ich jetzt gefunden habe. Die, Serie Arrow, Mann. Ohne Scheiß. Ich habe mir so gedacht, komm, habe ich jetzt so entdeckt. Gucke ich morgens, wenn ich aufstehe, eine Folge. Und abends, wenn ich schlafen gehe, eine Folge. Oh, da haben wir schon wieder eine Flagge. Komm, Schiff. Ja,
das hat sich dann nachher so rauskristallisiert, dass ich nach 2 oder 3 Tagen schon bei Staffel 2 war. Und eine Staffel hat 23 Episoden, die alle 45 Minuten gehen. Das ist einfach lächerlich, ey. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Nur ich habe halt gelernt, ich habe halt dann wieder eine Serie geguckt, also Folge geguckt, dann gelernt, Folge geguckt. Ja. Ich wusste, dass er mit jemandem zusammenstoßen wollte. Ich hab nicht gesehen. Und? Wie hast du es geschafft? Ohohoho, das war nicht einfach, mein Freund. Ganz und gar nicht. Der verfluchte Händler hat mich erwischt und um Hilfe gerufen. Das wird die Wachen nicht erfreut haben. Mindestens ein Dutzend von ihnen kam. Alle schwer bewaffnet und streitlustig. Und was dann? Habe Fersengeld gegeben, ab durch die Menge und drüber und drunter her. Ein paar stieß ich um, aber sie verfolgten mich weiter. Wie konntest du entkommen? Meine Freunde haben mir geholfen. Wie meinst du das? Ein paar meiner Brüder treiben sich am südöstlichen Ausgang des Zugs herum. Sie ließen mich passieren und nahmen sich dann der Wachen an. Lenkten sie ab, während ich floh. Ohne ihre Hilfe wäre ich jetzt nicht hier. Coole Sache. Ja, auf jeden Fall bin ich noch nie von so einer Serie so krass gefesselt worden. Doch zuletzt von Game of Thrones, ey. Aber ist echt sehr, sehr gut inszeniert, die ganze Geschichte. Ist ja auch im DC-Universum. Also hier kooperativ mit Batman, Flash, Superman, Erdbeerkäse, Fleischwurst, Leberwurst. Was sagt ihr noch? Schinkenwurst. Oh. Muss ich wieder rumklettern. So, und ich glaube, das ist der letzte Turm hier, den wir aktuell farmen können. Und jeder Turm bringt uns immer eine Quest und 2 Schlägeraufträge da, also Befreiungsaufträge mit oder andersrum, glaube ich. Also durchschnittlich. Na, der hier gar. Doch, einen habe ich jetzt schon mal hier wieder entdeckt. Ich wünsche, ich könnte das auch. Ich würde das nur machen. Na gut, aber wir haben nicht so Häuser hier leider im Ruhrpott. Oh, das meine ich, Alter. Das ist so nervig. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Angeber. Das kostet dich den Kopf. Das kostet dich dein Leben. Schmitz, Schlanz. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, ey, das ist auch immer wieder der gleiche Spruch, ne? Das ist so lästig. Gut, 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 gut. Gucken wir mal auf die Karte. Einen Befreiungsauftrag haben wir noch. Ja. Den machen wir auch noch. Denn jede Hilfe ist uns in dem Spiel ja hier Gold wert. Warum wird man denn nochmal hier verfolgt, wenn man rennt? Ich weiß es nicht mehr. Du Schlampe, alter Mann! Ich will rempeln können. Warum tut der das nur, Patrick? So, flupp. Oh, ich hatte aber sehr großen Vorsprung gegenüber den Leuten, die ich gefolgt habe. So. Oh, ich habe eine WhatsApp-Nachricht gekriegt, aber mein Handy lädt gerade unten. Ich habe nichts verbrochen. In Form. In Form. Verdammt. Schlinz. Gut, dass ihr gerade vorbei kommt. Easy going. Noch eine Minute und sie hätten mich entfernt. Wir leben noch. Guck, da hinten ist noch am Zappeln, ne? Ich schulde euch mal. Oh, was ist das? So, okay, jetzt habe ich fast alle DNA-Stränge fertig. Die blauen sind immer die Alternativen, die man nicht machen muss, aber die ich prinzipiell immer mache. Also einmal diese Adlerposten einsammeln, weil ich brauche eine komplette Karte. Und die Bürger retten einfach aus Prinzip, weil ich ja natürlich ein guter Mensch bin. Und zudem, wenn ich mal verfolgt werde und ich meine, die scheinen jetzt nicht so ganz so krass und nützlich. Kann ich die noch nicht beklauen? Nee, geht ja noch nicht. Ich habe ja noch keine Wurfwaffe. Die scheinen nicht ganz so nützlich wie am Anfang, aber später, wenn man dann, sag ich mal, nochmal wieder die Stadt besucht,
dann mal verfolgt wird und die halten dann die Wachen ab. Das ist schon ziemlich geil. Was macht er? Und dann bereut man das, dass man es nicht gemacht hat. Vielleicht kommt vielleicht jetzt nur 10 bis 20 Mal im kompletten Gameplay vor, aber... Wie seltsam. Ja. Ich weiß nicht, ich bin ja sowieso der Typ, der alles komplett machen möchte. Außer jetzt die scheiß Federn einsammeln, das könnte ich knicken. Ging jetzt ab. Ah. Federn und Templer klatschen ist nicht mehr. Das war einmal. So. Ah. Und rein in die gute Stube. Alter hier. Schön euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja. Und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Alles klar. Wir haben ihn gehört. Altair, mein Freund. Stimmt was nicht? Ist Tamir verspätet? Hat er die Stadt verlassen? Oh. Es ist alles im Lot, Rafik. Ah, nun denn. Warum kehrt ihr so bald zurück? Wartet. Antwortet nicht. Wer bin ich, um eure Wege in Frage zu stellen? Egal, wie fragwürdig euer Ansatz auch sein mag, er wird von Erfolg beschienen sein. Richtig. Das war nur ein Fehler. Ein Missklick. So, erstmal wieder raus hier. Und jetzt gehen wir zur Hauptaufgabe. Dieses Stadtteils. Diesen, keine Ahnung, Typen da klatschen. Ich höre da nicht mehr hin. So. Erstmal schön über die Dächer hier. Seltsam. Warum tut er das? Seltsam. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihn nicht alle angucken, ne? Wow. Oh, meine Fresse, ey. Wie war's nochmal? Erstmal ein, dann zwei, dann drei, dann zwei, dann eins wieder. Ich glaube, so war die Aufteilung. Genau, ich erinnere mich. Werden wir gleich sehen, ob ich gleich zwei Aufträge gleichzeitig kriege. Ist nämlich so, dass man ja von diesem Al-Mua noch was, also von dem Chefe da, der einen am Anfang geklatscht hat, immer einen Auftrag kriegt und später dann zwei Aufträge, drei gleichzeitig. Kann man sich aussuchen, welche Reihenfolge muss. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Okay. Bitte nur ein paar Goldstücke. Nein, ihr versteht. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel... Eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles.
Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr... Nein. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Da hinten. Ja, ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keinen besseren Kaufmann als mich. Ihr doch. Genau hier. Komm. Narr. Einfach stümperhaft. Wo? Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Schnell. Wow. Werfen sie gleich Steine auf mich. Schon schnell. Nein. Hier bin ich sicher. So. Wow. Okay. Ich glaube, ich bin sicher, aber... Seltsam. Ja, seltsam. Ay, caramba. Mucho amoroso. Schnell weg. Oh Gott, ich glaube... Na, doch nicht. Ui, das war knapp, ey. Naja. Das war jetzt noch einer der einfacheren Aufgaben. Einfach den. Normalerweise muss man fighten. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Al-Mualem heißt der Chef. Ich kann mich erinnern, dass man vorspulen kann. Ach, macht automatisch.